Und so. Okay. ja, heute werden wir wahrscheinlich heiraten und haben gerade extra den Ring gekauft, der uns wieder hübsch macht. Ja, haben wir uns auch unseren Helm abgezogen, weil das muss ja jetzt schon sein. Ja, so Gentleman, ne? Also, jetzt geht... Seele von Jorm, machen wir dann danach, oder? Oh, machen wir alles danach. Jetzt okay, haben wir Priorität. Hochzeit. Da brauchen wir... Genau... warte, wo war das? Anolondo. Doch Anolondo. Ja, Anolondo ist, glaube ich, am besten. Dann kannst du mit dem Fahrstuhl runterfahren und dann... Fahrstuhl? Ja. Einfach die Treppe runterlaufen, oder? Nee. Ja, genau. Oder die Treppe... Obwohl, nee, du musst... Einmal drücken und dann... Einmal Treppe. Drücken. Also, das meine ich mit Fahrstuhl, die Treppe... Ah, die Treppe runterfahren und dann benutzen. Heute ist der große Tag. Detlef, bist du aufgeregt? Ich hoffe schon. Er hat sein bestes Cape angezogen. Ja. Oh, Und die Waffen desequippen. Da. Okay, Schild können wir alles von der Dicken und so. Detlef. Ich renne jetzt auch nicht, nee. Wen haben wir da? Joel? Nee, wer ist das wer anders? Das müsste dann der Typ sein, der sie beschützt hat. Ja, das war Welcome. A gracious lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword of a vow. May you be the truest lord of Londor yet. Oh, sogar mit Gebegeste. Oh, oh, richtiger Bückling. Ah. Soll das während der Hochzeit anziehen oder nee, oder? Das ist ein Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Ritualsgegenstand. Ach, wenn das Detlefs Eltern sehen könnten. Die wären bestimmt stolz auf ihn. Gut, da liegt sie. Wird die jetzt hier gleich flach gelegt? Hab ich nicht gesagt. Ist ein Schild. Guck mal, kann man es da zulegen oder was? Das ist die Hochzeitstradition. Auf jeden Fall hat sie einen Helm abgesetzt und hat das Tuch auf dem Kopf. Ich kann mir das Tuch jetzt wegnehmen. Hat sogar drüber latschen oder. Ist sie tot? Sie wirkt sehr tot. Ritus der Bekenntnis? Ich dachte, wir heiraten jetzt und... Ich habe keine Ahnung, was hier die Heiratstraditionen sind. Machen wir den Ritus der Bekenntnis. Anri? Sie ist sehr schweigsam. Das sind ja merkwürdige Heiratstraditionen hier. Okay. Also sie ist tot und dann stecke ich das da rein und dann mache ich was? Dann stecke ich das da rein. Was zum Teufel? Dunkles Siegel dreimal erhalten. Ihr steckt das Schwert im Kopf. Vielleicht hätten wir die Beschreibung des Schwertes vorher mal lesen sollen.
Vielleicht hätte man Aufklärungsunterricht nehmen sollen, wo man was genau hinsteckt bei der Heirat. Detlef. Nein, Detlef, nicht. Nein, Detlef, das tötet Leute. Hä? Aber was passiert denn jetzt? Das kann doch nicht... Okay, also angenommen. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Okay. Wir sollen ja zum Lord der Hollows werden. Hm? Und das Feuer nicht wieder entfachen. Hm? Wenn wir das Feuer nicht entfachen, dann verschwindet die Welt, die bisher existiert hat. Und ja, alles, was darin lebt. Inklusive Anri. Ja. Das heißt, sie kann als Teil der alten Welt nicht existieren. Das heißt, sie ist jetzt tot, um in der neuen Welt wieder zu leben. Dann, also, weil ich als allmächtiger Fürst der Hollows kann doch garantiert, das hätte garantiert auch auf dem Schwert oder so ähnlich drauf gestanden vielleicht. Dammt, dass wir das nicht gelesen haben. Dass sie dann in der neuen Welt wieder aufersteht. Weil sie ansonsten, wenn ich das Feuer ausgehen lasse, stirbt. Und auf die Weise kann ich ihre Seele quasi wiederholen. Tja. Ja. Das werden wir dann hoffentlich im... Kannst du noch irgendwas machen hier, wenn du jetzt so nee. Dich bewegst? So ist das noch eine Aktion? Nee, das ja. war's jetzt. Wir können ja mal mit Jiria reden. Also, ich, wie auch immer ich mir die Hochzeit vorgestellt habe, so auf jeden Fall nicht. Das war die romantischste Hochzeit, der ich jemals beigewohnt habe. Also ich gehe wirklich davon aus, dass, ich meine, wenn das jetzt als Hochzeit gilt und sie jetzt meine Braut ist und das auch nur annähernd in dem Sinne, wie wir es verstehen. Reden wir nochmal mit Julia, ich würde jetzt gerne mal eine Erklärung von ihr hören. Dann gehe ich halt wirklich davon aus, dass wenn wir das Feuer ausgehen lassen und die Flamme bei uns behalten, dass sie sonst stirbt und wir dann sie einfach zurückholen können. Dass das notwendig ist, um sie zu retten. Ah, our Lord in Liege. I presume my holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. Ja, aber... With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy Lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Nochmal reden. Our Lord, and I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Also diese Hochzeitszeremonie hat uns auch unter anderem die Macht verliehen, das Feuer jetzt in uns zu tragen. Ohne das wäre es nicht gegangen. Oh Lord, I prithee. Okay. Play the use when the other all. Also. Kann ich noch. Also ist das alles gelaufen wie geplant. Be safe, oh Lord. Also ich muss sagen, ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass wir unsere Ehefrau mit dem Schwert im Kopf auf dem Boden von einem riesigen Raum zurücklassen. Es war unerwartet. Aber gut, andere Länder, andere Sitten, ne? Wir wollen ja hier... Ja, wenn's funktioniert und sie am Ende gut geht. Aha, thou returned, and a fine day it is. So, happened upon any... Fine day it is, weiß er von der Hochzeit. Vielleicht. Wir hätten doch vielleicht noch ein paar Freunde einladen können zur Hochzeit. Oh ja, die hätten sich bestimmt... So eine Brautjungfer. Günther als Brautjungfer war da noch so eine Günther Idee. Als Brautjungfer. So Blumen dazu wirft. Was ist das denn für ein Ding? Jorums Großschild. Wir verwenden eigentlich kein Großschild.
Tja. Eine Faust, seine Machete, eine Axt, das Schwert haben wir noch. Ja, gut. Ich dachte, es wäre was Spektakuläres. Wollen wir was Spezielles davon, oder? Keine Ahnung. Ja, sonst können wir die Seele auch einfach gegen viele Seelen eintauschen und ein Level aufsteigen. Wie viele Seelen bringt die Seele? Weiß ich nicht. Vermutlich nicht übernatürlich viel. Können wir mal gucken, ich meine, es ist immer ein Jorm-Seele. Keine Ahnung, ich tippe auf höchstens 50.000. Gut, das wird kein Level und. Wir brauchen über 200.000 für einen Aufstieg. Ja. Also das wird's nicht. Also 50.000? Ich meine, haben wir nicht Seelen, die geben mehr? Wir haben Bosse getötet und die geben dann so 60.000 Seelen, höchstens. Na gut. Ich dachte nur, wir haben Seelen in unserem Inventar, die bringen ja auch schon 20.000 oder mehr. Ja, nein, 20.000. Na gut. Höchste. Ich weiß nicht. I took the mantle of... Ja, konntest du machen. Ja, konntest du machen. Jo, prima. Achso, das Gebiet ist ja jetzt fertig. Ja. Das bedeutet... Wir haben da oben noch dieses eine, wo wir hingereist sind. Genau. Dieses. Wollen wir das machen oder wollen wir erst in der Burg Lothbrick? Weil die ist davor noch eingeordnet und da haben wir ja auch schon angefangen. Ja, die sollten wir eigentlich mal fertig machen. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kommen wir ja jetzt durch die Tür oben. Aber ich bin halt echt gespannt, was es hier alles gibt. Das war, aber ich weiß nicht, wie groß das Gebiet noch ist. Es sieht aus, als wäre es ein... Also das sieht definitiv aus wie ein separates Gebiet, wo man... Mhm. Also das ist definitiv Bonusteil. Ja, genau. Wenn wir nur da so hinkämen... Also wollen wir das lieber erst machen? Machen wir das doch. Das sieht doch aus wie ein abgeschlossenes Gebiet, das okay. Man einfach... Einfach mal machen können. Einfach mal machen können, oder? Gut. Geht's schon aufs Ende zu, oder? Warte, guck nochmal bei Reisen. Ich möchte mal kurz oben die Register sehen, ja. Wie weit die jetzt nach schon über verteilt sind. Sieht aus wie Ende. Also vom Platz her könnten sogar noch zwei dazukommen. Ne, eins wahrscheinlich. Weil wenn die RB-Tastzeichen... Vom Platz her könnte noch eins dazukommen, aber ich weiß nicht. Es könnte auch sein, dass das alle sind. Könnte auch sein. Wer weiß. Tja. Naja. Jetzt sind wir oben. Oh, da lag übrigens die ganze Zeit noch ein Item. Ja, eine wichtige Glut. Oh ja, eine sehr wichtige Glut. Oh, die haben die Schwerter und so noch nicht verkauft. Warum das mal... Na gut, das hätten wir auch... Das in der Folge zu machen? Oder wollen wir das dann vorspulen oder rausschneiden oder... Ja, das machen wir dann nächstes Mal. Wir müssen einfach mal irgendwann dran denken. Ich lege mir jetzt was zurecht, was uns daran erinnert. Und zwar das hier... Genau. Dahin. Nee, keine Ahnung. Und das hilft. Das werden wir sehen. Verdammt. Hier. Das hilft. Wenn du das sagst. Ja. Guck mal hinter dich, in die andere Richtung. Kannst ja mal über die Klippe starren, was wir da so für... Aber ich glaube... So viel sehen wir da nicht, außer neblige Berge. Na gut. Doch, da hinten, Anor Londo, guck mal. Ah ja, sehr süß. Da, guck mal nach oben, die Sonne. Da. Ah ja. Also ich glaube, die Sonne bei Borg Lothric drüber, die sehe ganz cool aus, so irgendwie sonnenfinsternismäßig. Ich habe da mal ein Bild gesehen, wusste nicht, ob es jetzt zum Spiel gehört oder eine Fanart war oder sonst. Keine Ahnung. Aber es könnte sein. So. Ein Titanitbrocken. Dann geht es hier hoch und da hoch. Ich gucke erstmal hier außen. So. Okay. Aha. Da ist ein Item. Da oben sind Gegner. Boah, ist richtig schön, der Himmel und so. Der hat eine verflucht große Axt. Achso, ich dachte, du willst sagen, der hat eine verflucht schöne Farbe, weil ich gerade über den Himmel geredet habe. Hier, da links, der lebt. Ja, ich sehe es. Ich will nur genau hinter ihn, um ihn wegsteppen zu können, was ich irgendwie verkackt habe. Aber bei dem schaffst du es. Nicht. Weil er zu groß war, hä?
Jo, reicht aber auch so. Wow. Was war hinter dir noch? War da nicht noch was? Was denn? Da. Ach, da. Wow, ich hab's hinter dem... Ja, weil es so hell ist hier, ne? Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Zack. Auf das Ding. So, mach auf. Ey, mach auf. Huch. Alla. Eigentlich sieht das Gebiet gar nicht so groß aus, muss ich sagen. Ja, es sieht aus, als wäre da schon gleich wieder Schluss. Ja, als ob das nur so eben diese Burg ist. Aber vielleicht geht's ja noch nach unten oder sonst wie, oder... Das sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Ja. Immer noch 13 Flakons, die haben nicht aufgeteilt mit Mana trinken. Naja. Hatten auch nie große Mana-Knappheit, oder? Ich glaube, hinter dir ist jetzt eine Nebelwand. Wow, ich glaube auch. Nein! Alles klar. Aber passt ja, du bist wieder dran. Willst du mich verarschen? Das macht gar keinen Schaden, Junge. Weil er gerade geflogen. Also ein bisschen hast du gerade gemacht. Ja, schon, aber nicht viel. Also so richtig, richtig wenig. Aber du passt doch, du bist wieder dran mit dem nächsten Boss. Oh, 23. Machst vielleicht mal den Buff, vielleicht bringt der was, aber ich weiß es nicht. Aber eigentlich vom Gebiet her müsste das ja richtig schwer sein, ne? Ja. Wo es jetzt eingeordnet ist. Wie springt Finsternis Schaden überhaupt was? Ich hab noch nicht einmal zugehauen! Nicht mehr. Das wird ein sehr langer Kampf. Alter, dieses Stapfen. Es gibt doch hier irgendeine Möglichkeit, das schlauer anzustellen. Oh, ein Item. Wenn natürlich! Weiter Feuer. Was? Natürlich gibt's eine Möglichkeit, das schlauer anzustellen. Oh, du hast eine Idee. Erstmal heilen. Na, Blitze! Wir brauchen Blitzschaden! Oh, hatten wir nicht neulich was mit Blitzschaden? Ja, aber den kann ich ja jetzt nicht ausrüsten. Ah. Wollen wir uns erledigen lassen und dann noch später machen. Der mag sein. Ich nur nach da. Schieß mit Pfeilen ab, er trifft dich gerade nicht. Ich will sein Ad loswerden. Mach den Mana-Angriff, der fliegt sein Schild doch weg, oder? Da fliegt der Drache speit die ganze Zeit nur nach da. Schieß mit Pfeilen doch ab. Alles klar. Alles klar, wenn er möchte. 115, das macht mehr Schaden als unser Schwert. Ich hab seinen Kopf getroffen, deswegen. Weiter so! Ist das ein Bug, dass der andauernd nur noch da pustet? Hallo, Drache! Alles klar, schießen tot. Was bist du denn für einer? Alter Lindwurm. Okay, er ist alt. Er weiß es nicht. Er sieht dich nicht so gut. Ja, das schaffen wir. Wir haben definitiv genug Pfeile für die Scheiße. Schieß mal einen Mana-Pfeil. Bringt das mehr? Also so, weißt du? Klar bringt das mehr. Sag mal. Wenn ich ihn treffe? Ist ganz solide. Ja. Mach mal etwas. Liebe Leute, ihr habt heute Folgendes gelernt. Drachen tötet man mit Bögen. Immer. Immer. Immer mit Bögen. Auch im Bossfight. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Ich dachte gerade, check das jetzt. Aber nee, der ist zu blöd. Drachen raffen keine Bögen. Die kommen darauf nicht klar. Der kommt nicht auf den Bogen klar. Ich Alter, Schaden, wo ist er? Ich kapier's nicht. Kannst einen Mana-Trank noch trinken dann. Ja, geht's auf jeden Fall schneller. Warte mal, ich lass mir mal Zeit und ein paar. Hast du nicht noch den Falkenring oder so? Ja, ich pack mal ein paar große Pfeile aus. Falkenring hast du doch auch noch nicht aktiviert, oder? Ja! Oh, mach mal. Nee, ist ein Großpfeil, da brauche ich einen Großbogen für. Wie mit dem Menü-Ring und Was haben wir denn so alles? Ja, mach mal einen Falkenring wieder okay, an. Okay, Falkenring. Wo ist denn der? Ah, hier, ja, hier, guck, da. Ah, ja, da Wunderbar. Also, das ist jetzt. Ja, super, Falkenring. Jetzt hier Spezialangriff, volle Bude, großer Pfeil, Feuer. Ja, solide. Macht schon mehr Schaden. Siehst du?
Ja, ein paar 70 ist gut. Ja, machen wir das mal ein paar Mal. Klar, die großen Pfeile brauchen noch mehr Ausdauer, wenn ich sie schieße. Klar, gut. Ja, laden wir uns ab und zu mal ein bisschen auf. Ja, das ist ja kein Thema. Ja, ich... Das macht man ja eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber wir haben bei Jorm haben es eigentlich auch schon vergessen, also... Ja, aber ich meine, hallo, also... Das wird, nachdem er tot ist, nicht cooler als jetzt schon. Das ist wahr. Wow, also Herr alter Lindwurm. Ja, Sie sind ziemlich alt. Ich muss mal eine Brille schenken. Es sind leider noch keine Brillen erfunden. Ja. Jordan. Feuer. Ja, und sonst so? Naja, ganz entspannt. Ah, man tut, was man tun muss. Man tut, was man muss. Also das Wetter hier ist echt so, die mit den Wolken da. Ja, ich muss sagen, es ist echt angenehm, aber es sieht echt warm aus. Ich persönlich bin ja nicht so der große Freund von sehr warmem Wetter. Aber andererseits, wir sind so oben auf einer Bergspitze, denke ich mir, da kommt doch bestimmt richtig schön kühler Wind immer, oder? Hm. Zumindest stelle ich mir das ja, so vor. Ja, aber wenn du sehr warm hast und gleichzeitig kühler Wind, ist es auch sehr leicht, sich zu erkälten. Da müssen wir dem Detlef vielleicht einen Schal anziehen. Ha, genau ins Gesicht. Ja, Ja. Hervorragend. Auch nochmal zwei Schüsse, dann. Da, der letzte. Der epische. Boom. Und das war's. Ja, Kollege. Wow! Praise the sun. Drachenkopfstein. Ach ja, coole Animation sogar. Schade, dass wir noch ein bisschen scheiße aussehen. Jetzt nicht mehr. What the fuck? Na doch. Werden wir jetzt wieder zur Tänzerin teleportiert, weil wir das jetzt machen sollen? Wir werden auf jeden Fall irgendwohin teleportiert. Wir können ja gleich nochmal zurückporten und die Gegend weiter absuchen. Aber ist das jetzt nur der Bossfight? Ah ne, wir sind hier. In einem anderen Teil der Map. Oh, okay. Zünden das Leuchtfeuer an und gucken uns hier noch ein bisschen um. Okay, gut. Na dann. Das war ja jetzt wirklich sehr mysteriös. Aber wir sind nicht mehr da, wo der Bossfight vom Drachen war. Wollen wir erstmal da nochmal zurückgehen, weil da gab es noch so zwei rechts und links. Ja, aber wie sollen wir da hinkommen so schnell? Per Leuchtfeuer. Ach so, ja klar. Jetzt sofort oder erstmal hier umgucken, wenn wir schon mal da sind? Naja, dann könnten wir das eben erstmal abschließen, oder? Weil hier geht's vielleicht etwas weiter, weil wir extra dahin teleportiert wurden, dachte ich mir, das wäre vielleicht mal eine größere Gegend. Das ist vielleicht, aber vielleicht kommen wir auch da am Ende wieder zurück. Kann auch sein, das ist jetzt die Frage. Ich dachte nur, dass der das Spiel vielleicht beabsichtigt hat, dass man sich da irgendwie strategische Punkte sucht von auf dem Turm oder sich da Entdeckungen gibt und sonst was. Also. Na, da wo der kleine Ed rausgelaufen ist, wird man doch garantiert wieder ankommen, oder? Nicht möglich. Keine Ahnung, ich dachte jetzt, da wäre vielleicht noch was. Kann sein, aber ich halte es nicht für intelligent, hier lang zu laufen, wenn das Ding ja uns schon extra dahin teleportiert. Gut, du kannst auch natürlich wieder... Ich habe ja alle Items eben schon während des Bosskampfs easy peasy aufgesammelt. Boah, da waren jetzt alle rechts, links oder so. Achso, nee, da geht's. Zum Beispiel welche und. Hallo, Glocke. Ich hatte irgendwie gedacht, dass man damit interagieren kann. Die sitzt, die steht da so. Aber vielleicht, eigentlich ist der Bereich, guck mal, wenn du hinten guckst, recht groß. Aber ich glaube, du kannst ihn von hier nicht komplett erreichen. Darum dachte ich, wir machen diesen kleinen Bereich erstmal noch fertig. Ich nehme an, das hängt alles zusammen. Meinst du? Ja. Ist garantiert wieder ein großer Weg. Ja. Blut. Kacke. Nee, Kacke. Seilkacke. Seil ich auch. Da hat jemand einen abgeseilt. Ach, ich fass es nicht. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist da hinten ja noch. Könnten wir die zwei, drei Items da noch aufsammeln und dann. Oder es ist halt wirklich ein kolossaler Rundweg. Der schmierige Drecksack, ey.
Du Verdammter! Du Verdammter! Der tötet uns nicht. Wir sind zu mächtig, um mit einem Angriff getötet zu werden. Und dabei tragen wir nicht mehr unseren Helm. Das ja, bedeutet 10% stimmt, mehr Schaden. Wir nicht. Ja. Echt jetzt? Hier runter? Sturzangriff. Oder, hä? Hm? Nee, ich dachte, vielleicht kommen wir oben aufs Dach und sollten von da runter. Kommt man da an der Seite irgendwie vom Gebäude aufs Dach? Nö. Ist doch rechts von der Tür, weiß ich nicht. Nicht, dass mir aufgefallen wäre. Heißt aber nichts. Nö, ich hätte sagen, dass da noch eine Leiter ich ist. Ich guck hier und da einfach mal rüber. Ja, da ja ist es ist so hell, hier sieht man die Items nicht, sonst ist es immer so schön dunkel. Ja, Dark Souls, aber. Ja. Jetzt ist es. Blitzurne, da haben wir gleich wieder ein Blitz-Item gefunden. Light Souls. Gut, also über viel Leben hatte der Drache nicht, aber er hatte garantiert eine super starke Blitzschwäche, so wie alle Drachen. Ist dann nicht unpraktisch zu fliegen, was, wenn du vom Blitz getroffen wirst? Ist es eigentlich wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, wenn man fliegt? Weil du bist ja nicht geerdet. Selbst. Ja, es passiert dann einfach nichts. Ich frag mich jetzt. Du kriegst keinen Schaden. Weil du in der Luft jetzt, ob es zum Beispiel wahrscheinlicher ist, im Flugzeug vom Blitz getroffen zu werden, als wenn du auf dem Berg stehst. Weil Flugzeug ist ja nicht geerdet, also ist das nicht eher Zufall, dass der Blitz da einschlägt. Okay, hier könnte es wirklich weitergehen. Flix, gute Frage. Ich bin nicht sicher. Also ist deine Runde. Du kannst entscheiden, ob du jetzt zurückgehst oder. So, da kam ich her. Da geht's noch ein Stück nach oben. Ich glaube, nach oben dürfte es begrenzter sein. Deshalb schaue ich hier zuerst nach. Nichts. Nichts. Doch da. Vielleicht kommst du hier aufs Dach und kannst dann so einen Pfeilangriff auf den Drachen machen oder so. Aber der ist doch schon alles tot und. Ja, das hättest du ja machen können. Hier, das Item, gut, scheiße. Immer wo irgendwelche Leichen liegen, mal gucken. Weil es sehr hell hier ist. Mhm. Hier geht's echt erstaunlich weit nach oben noch. Da hat er ein Item verloren. Ey, das sieht aus, als würde es in dieses große Haus reingehen. Oh ja. Okay. Hinter dir liegt noch ein Item. Echt? Ja, der hat da gerade eins verloren. Genau. Ohohoho. Ja. Also du kannst auch zum anderen Leuchtfeuer und da weitermachen, ne? Das ist jetzt. Ich will dich ja jetzt. Nö, ich will. Ich sag jetzt egal, wenn es ein Rundweg ist, komme ich da doch eh wieder an, das oder? Das war. Ich hatte nur den Eindruck, dass wenn er dich dahin teleportiert, dass es da vielleicht dann weitergeht und das. Okay, es war kein Backstep, wie ich erwartet hatte. Nee, ich glaube, weiß nicht, ob was bei dem Kanz, ob er zu groß ist. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Ja, aber da habe ich vielleicht einfach die falsche Entfernung gehabt, oder? Passt. War auch hier schön. Das Gebiet hätten wir nie gefunden, wenn wir da nicht uns hingehockt hätten. Ja, aber ich hatte einfach Bock, neben dem Drachen mal zu meditieren. Außerdem, warum zum Teufel sollten. Wo haben wir die herbekommen? Auf dem Weg zu Dark Souls. Ja, stimmt. In dem Raum, wo wir auch die Kiste übersehen haben. Da waren wir zu sehr auf das Item. Auf dem Weg zu Dark Souls. Also eigentlich quasi auch ein Level, wo wir eigentlich noch im richtigen Verlauf des Spiels gar nicht hätten sein können. Ja, genau. Also sind wir jetzt vielleicht auch hier an dem Punkt, wo wir eigentlich hätten hinkommen können, aber einfach viel, 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 viel später. Eventuell. Auch frage ich mich, wieso es Leute gibt, die den Teil hinter der Tänzerin niemals finden. Ist das so? Ich dachte, der gehört jetzt so zur Hauptstory. Ja, weil wir ja da direkt hin teleportiert wurden. Haben wir irgendwas gemacht, damit wir dahin teleportiert worden sind? Hat unsere Awesomeness uns dahin gebracht oder was? Ich meine, wenn das so geskriptet ist, dann frage ich mich, warum es Menschen mit gibt, die das übersehen. Oder übersieht man es gar nicht? Ich weiß es nicht. Woher weißt du denn, dass es welche gibt, die das nie gefunden haben? Ja, weil wir jetzt schon so super weit im Spiel sind, habe ich mal ein paar Folgen vom wie heißt der? Epic Name Bro geschaut, weil der macht ja gerne so Let's Plays hiervon und ich mochte sein Let's Play vom ersten Teil super gut. Das war klasse.
Tolles Ding. Und da wollte ich mal gucken, wie er das hier macht, weil er liest auch gerne alle Items durch und all so ein Zeug. Der macht das immer schön episch. Außerdem hat er so einen Haufen Hintergrundwissen von, wie das Spiel entstanden ist und so weiter. Das ist echt cool. Sind da hier noch was? Ich glaube nicht. Ja. Das hier wieder der Weg. Achso, das ist der. Okay. Ja, und da habe ich mir mal angeschaut, was der so macht und es sah, also, der hatte irgendwie nur 32 Folgen. Die Tänzerin war nie irgendwie dabei. Ich meine, du hast ja nicht wahrscheinlich... Oder nein, ich hab nichts davon angeklickt weiter. Ich habe, glaube ich, 4-5 Folgen geguckt und dann konnte ich einfach nicht mehr, weil er schlechter war als wir. Oh. Naja. Ja, und Folge ist auch gleich um. Ich dachte mir so, ja, 32 Folgen, wie zum Teufel hat er es geschafft, das Spiel durchzuspielen? Wirklich 32? Ja, 32 waren es. Ich meine, wir sind jetzt bei, was, bei 80 oder so? Ja, wir sind jetzt so bei 80. Ich kann einfach nicht glauben, wie man in so schneller Zeit das Spiel bitte durchgespielt haben soll. Ja, keine Ahnung. Aber wir haben ja auch DLC-Gebiete und sowas mitgenommen und das hat auch schon mal 10 ja, Folgen. Ja gut, gefressen. Das DLC-Gebiet, das sind 10. Das war... Keine Ahnung. Ist für mich immer noch keine Erklärung dafür. So. Tja, dann der Mann ist erfolgreich hinüber und da geht's rein. Alles klar. Da würde ich sagen. Das heißt, der Weg vorhin, wo ich mich für oben und unten entschieden habe, da geht's nach unten noch wohin. Okay. Merken und ja, du darfst weitermachen. Alles klar. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge.